Wird mir ganz süß geschrieben. Tot. Ja, wow. Ja, bei mir ist alles supi. Kranker Scheiß, wer war das? Pancake Oh, liegt bei der zwei. Navigation. Ich war Ach du gerade Scheiße. am hier das ist, dieses Raumschiff den Pfad entlang machen und hab den Task beendet, dreh mich um, auf einmal ist Pancake. Aber ich konnte Verdächtig, halt Jummi. kein Leben, Ich weil war gerade am Admin-Tisch, es waren wirklich drei Leute in Navigation. ich. Hui. Hui. Oh. Dede. Dede. Nee. Nee. Nee, 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 nee. Okay. Lässt sich jetzt nicht mehr verarschen. Gut. Dann halt nicht. Ah, Höhle. Mami. Bleib weg von mir. Ah, den einen hat's sogar noch, wie ich hab, ne? LOL! Das geht! Ja, genau, LAN-Party. Als ob. Ja, Karaoke-Abend! Nee. Nee. Dein Papa darf kann sehr ich gerne nicht. mitmachen, ne? Boah, ja, Karaoke, ja, der freut sich LAN-Party bin ich raus. Ich schlepp nicht mal ein PC mit mir rum, da. Ja, also, ich hab einen Gaming-Laptop. Als ob das nee, geht! Nee. Als ob das funktioniert! Guck mal hier links neben der Tastatur. Ne, was, Alter? Alter Dieb, ey. Drei Handys, zwei Lappies. Ich höre diese Polen in Gaming-Streams, ne? Unglaublich. Hallo, Pirat! Ja, naja, gut, das ist naheliegend. Nicht die Seuche. Der Dings. Holy fucker, Rowdy. Willst du Screenshot machen? Müssen wir direkt rennen, Levos? Oh. Huntet jetzt? Okay, mich hat's erwischt. Wo warst du denn? In der Küche, ich habe kein Versteck gefunden, so schnell. Ich hole mir jetzt einen Schlüssel. Weißt du, wo meiner ist? Den hattest du gar nicht mitgenommen? Nee, weil ich dachte, Schlüssel sind unnötig. Lol. Also wenn du jetzt wie lucky mit dem bist Schlüssel, du denn? Dann... Ja. Alter, wenn das jetzt klappt, dann GG. Ja. Bye, ihr begrüßt euch! Panda Kitty. Ich würde nur gucken, ob der Pelikan wirklich draußen ist. Scheint so, weil es ist keiner mehr gestorben, oder? Ne, ist keiner mehr gestorben. Ich weiß, wer Killer ist. Ich weiß, wer Killer ist. Wer dann denn? Sag es. Eine werte Panda Kitty ist gerade im Labor unsichtbar geworden. Hä? Nee. Doch. Ich habe mich im Schrank versteckt als Schnüffler. Ich bin in Gefahr.
der Demo, oder? Lol. Jetzt. Hat er gemerkt, hat keinen Sinn so. Oh, das war dein Mori oder was? Ja. Lol. Oh, holy shit. Hier. Der Beyblade Killer. Es ist der Beyblade Killer. Während ich angeschossen werde. Also bist du tot, ja? Ja, ich bin jetzt tot. Wird mir ganz süß geschrieben. Tot. Ja, wow. Ja, bei mir ist alles. Ups. Bist du denn vor Angst? Ja, aber falsche Szene. So, und damit ein okay. Heyo und herzlich willkommen hier heute zum ersten, also Premiere des Quiz on Board Events. Ja, sorry, dass ich erstmal, wir ein bisschen spät dran sind. Technik, die begeistert war, wieder am Start. Wie ihr gesehen habt, natürlich leider auch gerade beim Szenenwechsel. So, natürlich mit dabei die erste Kandidatin, die liebe Yumi, die ich jetzt einfach mal einschalte. Hallo! Ich bin auch frohen Mutes. Ja. Wer weiß, wie lange. So, jetzt, da es wieder auf mich ist, kann ich ja natürlich auch dahingehend, ich weiß gar nicht, achso, du hast schon umgeswitcht. Ja, dann ich habe schon umgestellt. Natürlich auch ein Heyho an Yumis Chat. Ich habe nämlich auch schon so ein, zwei Leute da gesehen. Nanaki. Sato. Hallöchen, ihr Lieben. So, ich muss mal kurz hier mein Tablet noch irgendwie gestellt kriegen. Ja. So. Ist blöd, dass ich den Chat nicht hier komplett sehen kann. Also bei. Kann ich den Aktivitäten-Feed ausschalten? Geht es? Aktivitäten-Feed? Ah, nee. Achso, deine. Tablet. Deine Dings. Okay. Für die Leute, die gerade bei mir sind, nicht wundern. Ich habe im Grunde mich und kann dann mit Hilfe einer netten kleinen, eines kleinen Schiebereglers auf Yumi umswitchen, dass sie dann zu sehen ist. Wie jetzt zum Beispiel. Ja, okay. Ja. Und Yumi hat das aber uns beide in Sicht. So wie ich das ja, gerade sehe. Ich kann es leider nicht. Ich bin switchen. Host, deswegen. Ja. Host haben irgendwie extra Würstchen. I don't know, aber ich durfte meine Cam nicht benutzen. Ja. Deswegen muss das jetzt so gehen. Ja, fangen wir mal an, worum es denn eigentlich heute hier geht. Ja. Quiz on Board ist grundsätzlich ein Quiz. Welches ein bisschen so an Wer wird Millionär erinnert. Allerdings natürlich mit kandidatenbezogenen Fragen über Gaming. Das heißt, ich habe mir natürlich Yumis Gaming-Vergangenheit ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Ich weiß auch gerade nicht, warum meine... mein Bild hier gerade bei mir ein bisschen pixelig wird, aber okay. Nicht wundern, wegen meinem
Bild. Wir mussten das alles ein bisschen über diese Beta-App von Stream Together von Twitch machen. Das heißt im Grunde, es ist nicht meine eigentliche Facecam-Einstellung, die ich hier habe. Ne? Deswegen kann es leider ein bisschen pixelig bei mir werden. So. Es gibt 15 Fragen. Bezogen auf so 3-4 Spiele, die ich mir aus Yumis Vergangenheit rausgesucht habe. Also, da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, bei Yumi ist es schwierig, eine Vielfalt zu finden, was Spiele angeht, weil sie größtenteils Sims-Content macht. Ja. Ne? Und da dann auch noch Fragen zu finden. Ne? So. Diese 15 Fragen werden natürlich ganz nach Maniere da so rechts angezeigt. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Clou. Dahinter stehen nämlich Stunden. Keine Euros, keine Subs, Stunden. Das hat nämlich den einfachen Sinn. Wenn ich jetzt natürlich geschrieben hätte, hey, für so viele Fragen, wie sie richtig macht, kriegt sie Subs, wäre das extrem großes Loch in meinem Portemonnaie geworden. Genauso bei Geld. Daher habe ich mir eine andere Belohnungsart einfallen lassen. Du bist aber sehr zuversichtlich mir gegenüber. Ich habe mir nämlich einfallen lassen, und das werde ich auch dann in zukünftige Dings mit übernehmen, damit alle die gleiche Belohnung sozusagen kriegen. Je weiter Yumi heute kommt, desto mehr Stunden darf sie entscheiden, welches Spiel ich streamen muss. Das heißt, sie darf sagen, hey, ich bin bis zum Beispiel Frage 10 gekommen, du streamst jetzt 10 Stunden Sims 4 zum Beispiel. Allerdings, und da nehme ich mir das Recht jetzt raus, diese Stundenanzahl, weil ich auch alt bin, darf ich auf mehrere Streams verteilen. Lass ich gewähren. Ne? Ist okay, Liebes. Und das zählt auch dann später für die anderen Kandidaten, die dann in späteren Events dann hier sitzen werden. Ebenfalls Blacklist-Spiele, die bei mir auf der Blacklist stehen, sind verboten. Das bedeutet... Wären zum Beispiel was? Achso, Entschuldigung, du kommst dazu. Wollte ich gerade hin. Momentan sind es nur 2 Arten von Spielen. Einmal Fortnite heißt das ja. Kann man verstehen. Und zum anderen ist es Dark Souls. Oh, so, ja. Also Dark Souls beziehungsweise auch Elden Ring. Ne? Also kann so, man alles kaputt machen bei sowas. Genau, dafür bin ich einfach zu blöd. Ganz offen und ehrlich. Glaube ich nicht, dass du zu blöd bist. Es ist halt einfach nur, es ist halt einfach Rage-Titel so. Die Entscheidung natürlich, welche Spiele, also muss nicht nur ein Spiel sein, du kannst sogar diese Stunden, die du erspielst, auch sagen, hey, du kannst die 2 Spiele, die 10 Stunden spielen, sozusagen, ne? Mhm. Also beispielsweise, ne, 5 Sims, 5 irgendwas anderes zum Beispiel oder so. Mhm. Kannst, wie gesagt, mehrere Spiele auswählen, musst du dir aber auch nicht heute entscheiden. Das heißt, du kannst, kannst mir über Discord sagen, du, ich habe jetzt, ne, Beispiel 10 Stunden erspielt, spiele die Spiele. Kannst du dir in Ruhe überlegen. Ne? Okay. So. Ja, dementsprechend natürlich kommen wir auf die andere Seite. Nämlich zu den Jokern. Ich dachte schon auf die schwarze Seite der Macht, denn da gibt's Cookies. Ja. Wie ihr seht, kommt auf der linken Seite 3 verschiedene Joker. Und zwar, der erste ist klar... Andere Seite, da oben. Ja, je nachdem, wie du deine Cam gespiegelt hast, natürlich. Genau.
Deswegen habe ich linke Seite gesagt, damit ich halt das nicht machen muss. Im Grunde geht es darum, ganz einfach, 50-50, verständlich, von den 4 Antwortmöglichkeiten gehen 2 falsche weg. Der zweite, und da seid ihr gefragt, liebe User, Lurker, Mods und sonstiges, die in Yumis Chat hängen, ist der... Lurken ist heute nicht, Leute. Stream ist der Stream-Chat-Joker. Das heißt, ich werde dann nachher, wenn Yumi das macht, also einlöst, nachher in den Chat eine Nachricht, und zwar die Umfrage beginnt jetzt. Und dann, ne, meinen netten Knöpfe drücken Emote. reinposten. Ab da könnt ihr dann entweder A, B, C oder D in den Chat schreiben. Und dann kommt unten links neben der Frage und den Antworten ein kleines Overlay, welches dann natürlich so balkendiagrammmäßig hoch und runter so geht. Ne? Der okay. Dritte Joker, und da hast du mich ja schon vor unserer netten Stream-Anfang gefragt, was das ist, ist der Hinweis-Joker. Und zwar, je nachdem, wann du es ziehst, bei welcher Frage, werde ich einen allgemeinen Hinweis bezogen auf die Frage und die Antworten droppen, die dir eventuell helfen, eventuell nicht, eventuell sind sie allgemein, eventuell nicht. Boah, ist das fies. Das war mein Grundgedanke bei diesem Joker. Ne? Levos, darf ich dich dezent hassen? Noch nicht. Nach dem Quiz eventuell. Denn du hast die Fragen noch gar nicht mitbekommen. Ja, so wie ich dich kenne. Oha, auf was habe ich mich da eingelassen? Leute, habt ihr auch mal Bock mitzumachen? Meldet euch bei Levos. Levos, du suchst bestimmt Mitspieler. Ja, also größtenteils habe ich natürlich erstmal im Blick, so dass ich nach und nach mal erstmal unsere Bubble hier ne? durchforste, so die Streamer-Kollegen. Ja. Ne? Wer weiß, vielleicht kriege ich sogar einen Zehnder dazu. Naja. Der okay. macht mir Angst. Oha. Ich wünsche dir viel Glück, Levos. Bist du ready? Nein, wirklich nicht. Willst du trotzdem anfangen? Warte, ich muss mir das Bild noch ganz kurz größer ziehen, damit ich die Fragen besser sehe. Good luck, ja. Ich weiß nicht, wenn du das, das Ding als Browser-Quelle, also diesen Link, den ich dir geschickt hatte, im Browser öffnest, müsste der größer sein. Ich weiß nur nicht, ob er da aktualisiert. Achso, nö, alles gut, ich habe mir das jetzt schon eingestellt. Alles gut. Okay. Dann werden wir es ja gleich sehen. Also ich habe immer Browserquelle aktualisieren genommen, also dann werden wir das eigentlich aktualisieren. Können wir anfangen? Okay. Die erste Frage startet, Leute. Okay. Feuer. Yay. Es gibt ja schöne Spielchen, die du gespielt hast. Unter anderem natürlich auch die beiden Ni No Kuni-Teile. Ja, woher wusste ich, dass das kommt? Wir fangen einfach an. Und zwar mit folgender Frage. Ja. In Ni No Kuni 2 gibt es kleine Waldgeister, die im Laufe des Spiels tatkräftig einen unterstützen. Wie heißen diese Waldgeister? A. Gnuffis. B. Gruffis, C. Gluffis oder D. Eifis? Da, ganz klar A. Die Gnuffis. Bist du dir sicher? Nein. Nein. Wenn du so fragst, nein. Also soll ich A einloggen? A, bitte A einloggen. Dann logge ich A ein. Oha. So müssen sich die Wer wird Millionär-Kandidaten fühlen. Ich habe gerade schwitzige Hände, Leute. Ist das schlimm? Aber ganz ehrlich, war ja easy. Auch klar.
Ne? Natürlich. Ist natürlich. Trinken. Richtig. Trinken, klar, können wir kurz machen, ne? Und siehst du, so ein... Das war so anstrengend, Liebes. So, wir mussten jetzt echt was trinken. Also. So hast du schon deine erste Stunde gespielt. Ne? Ja. Aber natürlich ist Ni no Kuni nicht das einzige Spiel, was du natürlich gespielt hast. Oha. Sondern du hast natürlich auch It Takes Two gespielt. Oh. Wie heißen die beiden Hauptcharaktere in It Takes Two? A. Corby und Rose. B. Hakim und Rose. C. Cody und May. Oder D. Hakim und May. Ah, Dr. Hakim. Ah, das werde ich nie vergessen. Es ist natürlich C. Cody und May. Cody und May, sagst du also. Dr. Hakim wäre auch nice. Oh, der war so gut. Oh, also C habe ich für dich eingeloggt. Ja, C bitte einloggen. Wie du schon selbst gesagt hast, Dr. Hakim ist natürlich dementsprechend das sprechende Buch gewesen, welches natürlich die Hauptcharaktere wieder zusammenführen wollte. Ja. Und Love is in the air. Dr. Hakim wurde ja aufgrund einer anderen Person, nämlich der Tochter, natürlich dazu gebracht. Nämlich der lieben Rose. Das heißt, in dem Sinne, B und D fallen raus. Weil Hakim kann es nicht sein, Rose kann es nicht sein. Und A kann es natürlich wegen Rose auch nicht sein. Und Corby ist gar kein Charakter aus It's Take Two, sondern ein One-Piece-Charakter. Dementsprechend ist natürlich C richtig. Yay! Ja, siehst du, das ist schon die zweite Frage fertig. So. Ich krieg die Million! Leider nur 15 Stunden. Ja, das waren zwei Fragen, zwei Spiele. Und ich würde sagen, wir gehen dann gleich weiter mit der dritten Frage an. Und natürlich. Corby ist der mit den rosanen Haaren. Oh mein Gott, ich habe überlegt, ob der das ist. Und ich so. Genau. Danke, Nanaki. Die dritte Frage bezieht sich natürlich, wer hätte es gedacht, auf dein Hauptspiel. Und zwar. Oh. Nein, nicht. Eingelegt. Nämlich Palworld geht's. Und jetzt die Frage: Wie viele Naturschutzgebiete gibt es in Palworld? A1, B2, C3 oder D4? Ich weiß, es ist gemein. Wohl bemerkt, die Naturschutzgebiete sind die auf den Inseln. Ja. So viel gebe ich dir. Oh mein Gott. Aviplay, good evening. How are you? How is your day? Ich zocke. Also was passiert, wenn ich die Frage falsch beantworte? Rutsche ich dann wieder runter? Nein. Im Grunde, da wo die Fragen, die du richtig beantwortet hast, ja, sind safe. Also, okay. Ich sag mal, wenn du jetzt Frage 3 falsch machst, hast du 2 Stunden dir erspielt. Okay. Und diese 2 Stunden dürftest du dann entscheiden. Okay. Ich zocke und sag 4. Also D. Bist du dir sicher? Ich meine mal, du hast auch noch Joker, ne? Wenn du dir unsicher bist. Du bist so fies, ne? Warte mal. Ist das richtig, dass ich im Backstage bin, sehe ich gerade? Backstage? Hier steht, der Stream ist noch nicht live, aber der Host und die anderen können dich sehen. Achso, nee, okay. Ihr könnt mich sehen, okay. So, ich hab bisher tatsächlich vergessen, dich mal rüberzuschalten zu mir. Alles gut. Alles gut. Nee, komm, ich. Oh, Leute, ich weiß es nicht. Meru, guten Abend. Wie gesagt, 3 Joker hast du. Also 3 kenne ich auf jeden Fall.
Mit wie viel Geld? Aber jetzt schon jetzt? Joker einsetzen? Boah, ich bin mir echt sicher. Nicht unsicher. Obwohl, nehme ich C? Bei 3 kenne ich. Oben links, oben rechts und unten links. Da sind auf jeden Fall Schutzgebiete. Aber ob unten rechts oder ob diese Bauminsel auch ein Schutzgebiet ist? Boah. Ich weiß, die Frage hat's in sich. Hat's total in sich, weil ich habe die Karte im Kopf vor mir, ne? Aber ich habe die ja nie 100% aufgedeckt gehabt. Apropos, ja. Kurz mal zwischengeredet. Einmal an deinen Chat. Ja. An sich. Bitte nicht die Lösung. Ich wollte gerade sagen, an sich dürft ihr für euch miträtseln, natürlich. Allerdings bitte nicht keine Antworten oder so in den Chat schreiben. Weil, ne, Yumi muss natürlich aufgrund, ne, von eventuellen Bots oder so mit ihrem Chat interagieren können. Das wäre cheated. Genau. Ah, jetzt nicht guten Morgen, aber müde bin ich trotzdem. Och, Miru, du Arme. Entspann dich hier. Ist Quiz-Time. Wir machen ein bisschen, wer wird Stundenminär? Stundenminär, genau. Kenn das Spiel nicht, also kann ich nur irreführen. Oh mein Gott, Miro, dann sag am besten gar nichts. Also ihr dürft natürlich wie bei Wer wird Millionär auch vor dem Fernseher sitzen und für euch mitfiebern. Okay. Oh mein Gott, ich nehme den 50-50 Joker. Du nimmst den 50-50 Joker. Ja. Dann klicke ich mal auf den 50-50 Joker. Nein! Auch jetzt nicht euer Ernst! Dazu gesagt. Ich habe nur eine Taste, wo 50-50 draufsteht. Ich kann nicht steuern, welche falschen Fragen er Antworten er wegnimmt. Das war jetzt sehr unlucky. Boah, okay, ich muss zucken. Ich weiß es nicht. Boah, nee, 3 kenne ich auf jeden Fall. Aber ich wollte gerade sagen, nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, 3 hast du gesagt. Kannst du richtig? Ob es das Richtige ist? Jibuma kriegt einen Cooldown. Nicht die Antworten verraten. Er ist vielleicht ein bisschen hart, sorry, aber. Lass ich wieder. Naja, okay. In dem Sinne war es ja nicht wirklich vorgesagt, ne? Ich kann schon mal so viel sagen, 10 Naturschutzgebiete sind es nicht. Kann ich das wieder aufheben? Kann ich das irgendwie wieder aufheben? Wie kann ich das machen? Chill out. Oh Gott, chill Puma. Hier sind nur 60 Sekunden. Ist nur eine Minute, die du getimeoutet hattest. Ja. Sollte gleich wieder da war sein. War eine Scherzantwort. Oh, sorry. Ich hab die Antwort. Nur Zahlen gesehen. Nur Zahlen gesehen. Sorry, Chilpuma. Sorry, ich habe die Zahlen gesehen, genau. Oder so 1 plus 2 plus irgendwas. 1 plus 2 plus sorry. 3 plus 4 gleich 10 hat er geschrieben. Okay. Sorry, Chilpuma. Verzeihung. Boah. Ich glaube, das mit dem Bindebaum ist kein Naturschutzgebiet. Ich sag C. Du lock sagst C. Ja. Okay, dann locke ich für dich C ein. Und tatsächlich ist der sind die Naturschutzgebiete nicht der Baum. Es ist C. Puh. Oh mein Gott! Ja. Mir ist heiß, Leute. Mir ist heiß. Wollen wir gleich weitermachen? Oder brauchst du eine Pause? Wir trinken erst nochmal einen Schluck. Ich muss mir. Trink nochmal einen Schluck, okay. Wassermut anschlucken hier. Okay, bei mir ist es eher Cola und kein Wasser. Chill, Hallöchen erstmal. Schön, dass du da für schönes Ratsch hast. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht verärgert oder vergrault. Aber ist wirklich eine fiese Frage gewesen, muss ich zugeben. Ja. Weil man hat im Grunde wirklich. Ne, viel erkundet und alles, aber auf die Naturschutzgebiete kommt man eher vielleicht ein, zwei Mal. Ja, das war nicht ganz so häufig.
Genau. Ich wusste jetzt auch nicht, ob mit der Ad-Erweiterung oder mit dem letzten Update ein neues dazugekommen ist, weil da ja auch eine neue Kartenabschnitt dazugekommen ist. Meinst du das? Im Asia-Bereich. Das ist noch gar nicht draußen. Ach, das ist noch gar nicht so. Ach so. Ich glaube, das kommt erst. Ich glaube, 27. oder so stand da irgendwie. Also, es kommt erst noch im Laufe dieses Monats. So viel ich weiß. Okay. So. Ah, okay. Wollen wir weitermachen? Ich weiß nicht. Ja? Komm. Ja. So schwierig ist das jetzt auch nicht. Ne? Wir machen das. Nach diesem kleinen Scherz mit dem, ne, dein Hauptspiel, kommen wir wirklich zu deinem Hauptspiel. Sims 4. Welches geheime Bestreben kann man in Sims 4 freischalten? A. Geheime Bestreben? A. Das Kuchenbestreben. B. Das Grillkäsebestreben. C. Das Pizzabestreben. Oder D. Das Dönerbestreben. Ich habe keine Ahnung. Ich verkacke jetzt schon. Oh mein Gott. Das sind Dinge, die habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Echt nicht? Oh, Nanaki, weißt du das? Sag einfach nur ja oder nein. Nanaki weiß es. Oh mein Gott. Chatfrage. Ich habe null Ahnung. Du willst die Chat-Umfrage? Ja. Okay. Dann. Moment, da muss ich kurz mal beides gleichzeitig zimmern, nämlich. Miro hat auch keine Ahnung. Miro, willkommen im Club. Und ich bin zwar. So lange Gameplay. Die Chat-Umfrage beginnt, sobald meine Nachricht gleich im Chat erscheint. Und zwar. Jetzt. A, B, C oder D in den Chat schreiben. Und nicht einfach nur raten, sondern nur, wenn ihr es wisst. Der Countdown steht, läuft nämlich. Oh. Oh, das sieht sehr... Dann lag ich ja doch nicht so falsch. Das sieht sehr nach B aus. Mm. Ich habe nämlich auch B im Sinn gehabt. Aber war mir echt unsicher. Also Döner ist klar, aber Kuchen und Pizza hätte es ja ausgehen können. Besonders Kuchen. Also. So, der Countdown ist vorbei. Dankeschön. Nein, okay, und Dankeschön, die beiden Antworten sagen B. Willst du B einloggen? Ja, bitte. Dann loggen wir B ein. Also, man muss nicht viel Sims gespielt haben, um zu wissen, Döner gibt's, glaube ich, bei Sims 4. Genau. So. Pizza, Kuchen, wie du selbst schon sagst, hätten es sein können, weil gibt es in Sims 4, soviel ich weiß, oder? Mhm. So. Aber natürlich, indem man Übermengen von Grillkäse futtert. Schaltet man das Grillkäsebestreben frei. Wie geil ist das denn? Dachte ich mir in dem Falle auch. Ja, wir sollten mal das Grillkäsebestreben erforschen, Leute. Ich habe mir zur Recherche für die Fragen dazu gesagt, sehr viele Sims und anderweitige Videos zu den Spielen angeschaut und nachgeforscht. Man muss dazu auch ein großes Lob an Levos ausrichten, weil der hat nämlich alle Fragen selber recherchiert und nachgeschaut und erstellt und hier reingeladen. Also ultra viel Arbeit damit gemacht. Also großes Lob an Levos. Ah ja. Sehr cool, ich danke dir. So. Levos loben, genau. Prost, wir trinken nochmal einen Schluck. Dementsprechend muss ich es erstmal allgemein lernen, dieses Hin- und Herschalten zwischen deinem und meiner Facecam. Ich hatte wieder dich die ganze Zeit bei mir an. Aber da komme ich rein. Ist ja das erste Quiz, was ich bisher allgemein Heute ist noch so ein bisschen Test drauf. Genau. Ja. Aber damit hast du dir schon 4 Stunden eingespielt.
Komm, 12 Stunden müssen wir hinkriegen. 12 Stunden Lever Stream. 12 Stunden Levers Quell. So. Wollen wir weitermachen? Mhm. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage, die mal wieder eine Ni No Kuni-Frage ist. Und zwar, wie wird Oliver aus Ni No Kuni 1 im Laufe des Spiels auch genannt? A. Der Reinherzige. B. Der Reinblütige. C. Der Reingütige. Oder D. Der Reindenkende. Ich glaube, es ist A und ich würde gerne A einloggen. Ja, können wir gleich auch machen. Ja, mach nochmal nach. Schön, schön Schleichwerbung. Ich habe wohl bemerkt, nur bei dir, weil deine Cam ist gerade bei mir. Ah, okay. Ich finde es, glaube ich. Ich glaube, die ist ein bisschen hilfreich, wenn die Frage gestellt ist, dass du zu sehen bist. So, okay. Als Kandidatin. Ja, guck mal, Nanaki sagt, sie mag die Antwortmöglichkeiten, die alternativen Antwortmöglichkeiten. So, sehr cool gemacht, du ne? Lockst ich A behaupte, ein. Der Reinherzige. Ich war mir erst nicht sicher, ob reinherzig oder reinblütig, aber das reinblütig macht keinen Sinn. Deswegen bin ich für reinherzig. Okay. Reinherzig ist, hoffe ich, denke ich. So, Ni No Kuni 1 ist ein Spiel, wo Oliver ja in die Parallelwelt gezogen wird. Beziehungsweise reist. Ne, gezogen ist falsch gesagt. Ja. Und in diesem Spiel muss man verschiedene... Sind das Emotionen? Ich glaube Emotionen. Ja. Von einer Person leihen, um damit andere Personen, ich sag mal, zu heilen. Ja. Weil diese an einem gebrochenen Herzen leiden. Und das Reinblütige zum Beispiel, habe ich mir gedacht, so Harry Potter. Nein, echt? Okay. Weil in Harry Potter werden nämlich die beide Elternteile als Magier haben, als reinblütig bezeichnet. Und die halt Muggeleltern haben, halt nicht. Ne? Ah, okay. Das ist gut. Daher ist B falsch. Rein gütig. Güte ist eins der Emotionen, die man, glaube ich, da sammeln kann. Aber nicht der Oberbegriff, den gesucht wird. Natürlich. Also ist C falsch. Und denken können wir alle. Hoffe ich. Daher ist D falsch. Also ist reinherzig natürlich. Korrekt. Ja, das waren die ersten 5. Ein Drittel hast du geschafft. Nice. Und das innerhalb. Und das innerhalb von nicht mal einer Stunde. Ja, guck mal. Ah, Yumi, mach da. Ja. Und im Grunde merkst du, die Spiele wiederholen sich jetzt langsam. Na, jetzt sind wir wieder bei Ni No Kuni angekommen. Auch wenn es jetzt nicht der zweite, sondern der erste Teil. Aber ja. Wollen wir weitermachen? Ja, ich glaube ja. Bombe ist schon richtig heiß. Alles klar, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, welches PAL hat folgende Beschreibung in dem Palpedia? A. Dazzy, B. Griswold oder C. Sparkit oder D. Yoltok. Und die Beschreibung bedeutet ist, gibt man einen Stoß, setzt es seine gespeicherte Elektrizität frei, die man
die dabei erzeugte Spannung von über 1 Million Volt macht ihn zu einer gefährlichen improvisierten Wurfwaffe. Wohl bemerkt, sorry für den Balken, aber ich musste irgendwo dieses Zitat reinhauen, weil ich mir schon dachte, so ist besser, als wenn ich das nur vorlese. Ja, nee, ich muss Text wirklich immer sehen und selber auch nochmal lesen. Sonst vergesse ich das und frag dich 50 Trillionen mal so, kannst du es nochmal lesen? Naja. Nee, deswegen. gut, dass wir nicht bei Pokémon sind, ja. Das Blöde ist halt jetzt, es sind alles 4 Elektropals. Richtig. Oh. Und ich geb dir sogar ein für lau. Ich krieg einen Tipp. Denk an die Größe der Pals. Ja, Grisbolt ist sehr groß. Aber Dazzy, Sparkit und Joltok sind relativ gleich groß. Dazzy ist ein bisschen größer. Sparkit auch. Diese Frage habe ich mit Absicht für dich mit reingenommen. Ich kann mir schon denken, welche Antwort das vielleicht ist. Es ist nämlich sehr wahrscheinlich mein geliebtes Joltok, denke ich. Weil ich es lieb habe. Dazzy ist, glaube ich, keine Wurfwaffe. Und Sparkit, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, ich bleibe bei Joltok. Ich glaube, Joltok ist eine Wurfwaffe. Du nimmst D. Ja. Okay. Also, wie du selbst schon in dem Sinne gerade gesagt hast, Grisbolt ist ein bisschen groß. Mhm. Ich zieh meinen Piratenhut vor dir. Lang lebe der größte Pirat aller Zeiten. Tablet-Neustadt? Nee, ich muss kurz mal... Wundert mich, dass das funktioniert, weil eigentlich habe ich in der Szene... Ach doch, da. Sound-Alerts nämlich eigentlich ausgehabt. Dementsprechend. Ja, immer schön zum Meer was hin und Follow da lassen, ne? So. Kommen wir zurück zum Eigentlichen. Also danke fürs Follow natürlich. Ja. Dazzy! Hallo, Levos! Hi, Michi! Hi, Michi! Dazzy. Ja. Ist eine Wolke. In dem Sinne. Oh, stimmt. Also, ich konnte noch keine Wolken werfen. Sparkit? Nee, stimmt. Ja, von der Größe her könnte es gehen. Aber man hat es, wenn man natürlich den Handschuh, glaube ich, ist das, für Joltok hergestellt hat. Ja. Kann man Joltok als improvisierte Wurfwaffe nutzen. Ja! Und jetzt weißt du auch, warum ich mit Absicht diese Frage bei dir reingestellt habe. Ne? Ich bin so klug. K-L-U-K. So, ich würde aber sagen, wir machen schnell weiter, damit dieser Zensurbalken hier mal wegkommt. Deswegen, nächste Frage. Mal wieder eine Sims 4-Frage. Welchen versteckten Ort kann man im Oasis Springs finden? A. Eine Waldlichtung. B. Eine vergessene Grotte. C. Ein Portal zum Planeten der Außerirdischen, Sixam. Oder D. Ein Portal ins Reich der Magie. So, die Waldlichtung ist Willow Creek. Portal ins Reich der Magie ist Glimmerbrook. Boah, vergessene Grotte könnte, glaube ich, dieser eine Ort sein in Forgotten Hollow. Oder in Sulani. Ich glaube, die Grotte ist in Sulani. Ich wüsste nicht, dass es ein Portal nach Sixam gibt.
Also ich weiß, dass man nach Sixam über die... Also du kannst weiter rätseln. Ja. Ich muss gerade mal gucken. Rätsel auch weiter. Boah. Ich kenne diesen versteckten Ort. Ich weiß auch, dass man dafür, ich glaube, Geschicklichkeit Level 10 haben muss, damit man die Bretter abreißen kann oder reinkommt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ich glaube aber, die Grotte ist halt wirklich Sulani. Ich glaube an dich. Ich muss jetzt kurz gucken. Nicht, dass ich jetzt hier was falsch geschrieben habe. Uha. Okay. Dann warte ich nochmal kurz. Hört ihr eigentlich die Warum Musik, hat Leute? Die mir... Ich habe ja extra coole Musik rausgesucht. Ich muss kurz mal... Nee. Alles gut. Nicht, dass das Infovideo hier mir falsche Infos gibt, aber nee, ist tatsächlich ist alles richtig? Richtig, was ich da... Oh, Nanaki sagt auch, ist richtig, okay. Ja, weil du gerade einen Namen genannt hattest, den ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Mit Sulani also, ja, da. Die, also, genau, Sulani... Nicht das. Und Willow Creek, da ist ja die Waldlichtung. Glimmerbrook ist. Reich der Magie, Portal nach Sixam. Wo soll denn bitte schon Portal nach Sixam sein? War das in Strangerville? Zur Frage. Habe ich mich nicht geäußert. Nee, alles gut, Energie. Das war ja noch in einem Rahmen, wo ich nach der Musik gefragt habe. Alles gut, Nanaki, alles gut. Wär ja, wenn ich da was falsch geschrieben hätte, ja mein Fehler gewesen. Und das wäre ja in dem Sinne dann irreführend. Boah, ich habe keine Ahnung. Kann ich den Hinweis-Joker kriegen? Den Hinweis-Joker kriegen. Bitte! Und zwar... Bitte. Der Hinweis-Joker sagt, dass der Ort, wo es sich befindet, ich sag mal, Wüstensteppen ähnliches Aussehen hat und mit so ein, zwei kleinen Flüsschen. Ich war noch nie in diesem Ort. Ach so, nee, ich war tatsächlich noch nicht an dem versteckten Ort. Ich weiß nur, dass man da rein kann, aber ich habe es noch nicht gesehen. Nee, ich meinte jetzt die Map. Also auf welcher? Ja, vom vergessenen Achso, Oasis Springs. Kannst du nochmal? Oasis Springs hat, ich sag mal, Wüsten, Steppen, ähnliches Aussehen. Mit so ein, zwei kleinen Flüsschen und Wasserzugang. Das ist jetzt der Hinweis, was Oasis Spring ist. Ich hab ja am Anfang gesagt, manchmal hilfreich, manchmal nicht. Boah, B oder C? I don't know. Nee, ich glaube, ich... Oh, der Hinweis ist mies, ja! Total! Okay.
Damit es fair bleibt. Eine Äußerung von dir ist auch noch richtig gewesen vorhin, bezogen auf einer der Antworten. Ja. Ne? Ja. So fair bin ich wenigstens. Komm. Ja. Ja, das könnte jetzt die Aussage sein, dass man nach Sixam nur mit einem Raumschiff kommt und vergessene Grotte in Sulani ist. Aber Waldlichtung und Portal passt da auch nicht hin. Waldlichtung ist Willow Creek. Und Reich der Magie jetzt, ist Glimmerbrook. Jetzt weißt du, wieso ich letztes Mal, als du da was entdeckt hast, meinte, du bist gemein. Jetzt muss ich die Frage umstellen. Ah, Jumi auf dein Bauch. Mein Bauch würde B sagen. Nimmst du B? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 3 Tage. mindestens. Ja, komm, lock B ein, komm. Du nimmst also B, die vergessene Grotte. Ja. Also, ich kann schon mal so viel sagen. Ein Portal nach Sixam gibt es nicht. Du kriegst wirklich nur über die Rakete den Zugang zur Alienwelt. Ein Portal ins Reich der Magie gibt es. Allerdings auf einer anderen Map. Ja. Und die Waldlichtung hast du letztens selber erst im Stream entdeckt. Ist auch eine andere Map. Ergo, die vergessene Grotte ist korrekter. Oh mein Gott, yay! Danke, Nanaki, dass du mein Bauchgefühl ermutigt hast. Oh mein Gott. Du merkst, ne? Es wird trickiger. Aber sowas von. Ne? Ich meine mal, jetzt sind 7 Fragen rum, also grob die Hälfte. Und du hast keinen Joker mehr. Aber zu einfach. Das ist sehr bescheiden. So einfach wollte ich es auch nicht machen. Und in Sulani heißt es die geheime Höhle. Ah, guck mal. Okay, das wusste ich nicht. Sulani hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ne, dazu gesagt. Ich bin ja selber gar kein Sims 4-Spieler großartig. Wenn es in dem Video nicht erscheint, dann kannst du es auch nicht wissen. Auch wenn ich irgendwo mal einen Account von EA habe, der auch Sims 4 beinhaltet. Aber das war ja eine Zeit, die ist vergangen. So, wollen wir weitermachen? Okay, weiter geht's. Frage 8 ist Ni no Kuni-Frage. Und zwar, wie... Wie trinken, ja. Wie heißt oder wie ist der Name der Luftpiraten, die uns in Ni no Kuni 2 begleitet? Oh. A. Pia. B. Shanti. C. Esther. Oder D. Martha. Das sind mir tatsächlich gerade die liebsten Fragen, weil irgendwie kriege ich die gut hin. fangen wir mal vorne an. Pia ist dieses Geistmädchen aus Ni no Kuni 1. Esther ist das blondhaarige Mädchen aus Kufait, die uns in Ni no Kuni 1 begleitet. Martha ist die Gnuffi-Spezialistin aus Ni no Kuni 2. Und somit ist Shanti der Name der Luftpiratin, die uns in Ni no Kuni 2 begleitet. Zusammen mit ihrem Vater, dessen Namen ich leider vergessen habe. Also sagst du B. Ja. Log B ein. Ja. Wie du schon selber gerade gesagt hast, Pia ist das Geistermädchen. Was uns natürlich in dem Sinne immer wieder über den Weg läuft in Ni no Kuni 1. Was dementsprechend auch die Seelenverwandte, nannten sich Seelenverwandte, von der Weißen Königin ist.
Oh ja, stimmt. Und ja. Cassiopeia. Ja. Esther ist die Blondhaarige, die uns in Ni No Kuni 1 die in dem Sinne Tochter von einem großen Waisen ist. Ich glaube, große Waisen hießen. Der zur Bananenhändler wurde. Ja. Tante Martha ist die Gnuffi-Tante. Ja. Die ältere Dame, die wir kurz nachdem wir natürlich aus Katzbuckel geflohen sind, in einem kleinen Häuschen betreffen. In Ni No Kuni 2. Yeah. Dementsprechend ist Shanti nicht nur der Name von Seemannsliedern, sondern auch der Name der Luftpiratin, was ich sehr amüsant finde, wegen Piraten, ne? Natürlich dementsprechend von der Luftpiratin, die uns in Ni No Kuni 2 begleitet. Woo. Nice. Ni No Kuni-Profi, genau. Ja. Ja. Frage 9? Fragezeichen? Ja. Okay. Aber erstmal einmal kurz rüber switchen zu mir, natürlich. Mhm. Frage 9. Ist wieder ein Pirate. Wie viele Türme mit Bosskämpfen gibt es in Palworld? Stand 10.06.2024, also vor dem neuen Update, was ja jetzt noch nicht draußen ist. A5, B6, C7 oder D8. Nanaki sagt zu viele. Zu viele. Zu viele. Zu viele steht hier leider nicht. Boah. Wie viele Biome haben wir denn? Ich mir mal die Palworld Map. Müsste ich mir mal aufmachen. Da unten. Ach so, ich war noch gar nicht auf dieser Baum-Map. Die war nämlich noch nicht offen, als ich das gespielt habe. Jetzt weiß so, ich viel, nicht, so viel gebe ich dir, ist noch nicht offen. Okay. Ich vermute mal, die kommt dann mit dem neuen Update dann. Nee, warte mal. Bosskämpfe, ne? Ja, ja. Also die Türme. Vulkan, Eis. Ja. Ja. Der bei uns in dem Stadtgebiet. Wüste. Irgendeinen vergisst du, weil 4 steht hier nicht. Ja. Mindestens einen vergisst du. Ja. Nanaki. Ich weiß nicht, ob du überhaupt das Spiel spielst, aber ne, wenn nicht, dann ist klar, dass du davon keine Ahnung hast. Mhm. Weil, was vergesse ich denn noch? Ich habe auch nicht alle Bosskämpfe durchgespielt. Doch, aber noch nicht so viel geschafft. Ja, okay, Nanaki, dann... Kann es natürlich auch sein, dass du dahingehend noch nicht so weit erkundet hast und so. Ich sag einfach mal Antwortmöglichkeit A, weil ich mit Sicherheit einen vergesse, aber ich auch nicht weiß, ob es mehr als 5 gibt. Also, hier gibt es auf jeden Fall. Die kriege ich auf jeden Fall. A1? Ja. Ja. A5. Also, ich würde sagen, wir zählen einfach mal. Wie du schon gesagt hast, das Startgebiet mit Zoe und Griswold. Dann haben wir ein in dem kleinen Eisgebiet, was unterhalb der Wüste ist, mit Lilly und Lilin. Stimmt, ja. Dann haben wir natürlich den Vulkan mit Alex und Obzirk. Ja. Dann das große Eisgebiet mit Victor und Shadowbreak.
Und die Wüste. Und als fünftes die Wüste mit Markus und Valeris. Dementsprechend sind 5 korrekt. Ich wusste in diesem kleinen Eisgebiet, dass da was war, aber ich habe zwischendurch gedacht, ich habe das verwechselt mit diesen anderen Türmen. Ja. Ja, deswegen hatte ich gesagt, extra geschrieben, Türme mit Bosskämpfen, damit man nicht irgendwelche komischen Türme glaubt, die da aus vergangenen Zivilisationen da stehen, ne? Ja, das war dann Nummer 9. Machen wir mit den zweistelligen weiter? Nummer 10? Ja. Puh, bis hierhin habe ich ja echt Glück gehabt. Nummer 10 sagt, was wird den beiden Charakteren Cody und May angeboten, als sie in It's Take Two bei Fanti ankamen? A. Kuchen. B. Kekse. C. Kaffee. Oder D. Tee. Was wird bei den beiden Charakteren Cody und May angeboten, als sie bei Fanti ankommen? Also Fanti ist der Elefant. Ja, 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 ja. Nochmal so. Das ist doppelt traumatisch gewesen. Nie wieder. Oh. Was bietet sie uns an? Dazu gesagt ist der erste Satz, den sie den beiden sagt. Ja, also ich habe die Szene auch im Kopf. Aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob sie jetzt Kuchen oder Kekse oder Tee anbietet. Kekse oder Tee. Aber ich glaube, ich würde D wählen und Tee sagen. Du sagst ich habe also eine Teekanne im Kopf. Tee. Also D. Bist du dir sicher? D wie Dora. Nein, bin ich nicht, aber ich. Aber du loggst es ein. Ich möchte es einloggen, ja. Ich kenne fast alle Spiele nicht, also bin echt ratlos. Sehr cool, Biro, sehr gut. Also dazu gesagt, ne, mal an Miro gesagt, es waren hauptsächlich jetzt Fragen von Ni No Kuni 1, Ni No Kuni 2, Sims 4 und It's Takes Two. Ja, weil das die letzten Spiele waren, die ich gespielt habe. Ich wollte auch nicht zu weit in die Vergangenheit reisen, weil es gemein. Ne? Divinity wäre schon echt hart gewesen. Zum Beispiel. Guild Wars auch. Ne? Oh, Guild Wars, aber so ein Add-on, was du gar nicht gezockt hast, wäre auch gemein gewesen. Das wäre total gemein, ja. Also, da das ein, ja, ein Elefant von einem Kind ist, fällt natürlich Kaffee weg. Ne? Und Kuchen ist auch falsch. Aber soll ich dir was sagen? X war richtig. Nein! Ja, damit hast du. Ich habe Kekse genommen. Damit hast du dir 9 Stunden erspielt, die du im Grunde über meinen Streamplan entscheiden kannst. Können wir weitermachen? Du schubst mich auf 9 Stunden runter. Die 9 Stunden hast du jetzt fest. Ja. Die kannst du auch nicht verbessern jetzt. Okay. Aber wir können, aber wir können noch aus Spaß mal die anderen Fragen weitermachen. Ach, guck mal, 9 Stunden ist doch supi. Ey, ja? Leute, wir haben 9 Stunden erspielt. Nice. So. Zuckerstückchen wären auch gut gewesen. Oh ja, wie bei Benjamin. Ja. Aber ich habe tatsächlich, kleiner Fun Fact, das Gameplay von dir geguckt. Um diese Frage auch zu erstellen. Sehr gut. Ja. Ja, dann machen wir. Müssen wir die Fragen nicht beantworten. Ja, Nanaki, zum Glück müsst ihr die nicht beantworten, ey. Dann machen wir mal mit der 11. Frage weiter. Yes. Nur aus Spaß halt, ne? Ja. Ja. So, die 11. Frage. Leversloben. Leversloben. Hat sich toll gemacht, Levers. Was passiert, wenn man in Sims 4 nie seine Rechnungen bezahlt, aber nichts auf dem Grundstück ist, was gefindet werden kann? A. Nichts. B. Der Gerichtsvollzieher kommt jeden Tag vorbei.
C, der Gerichtsvollzieher schmeißt die Familie einfach aus dem Grundstück raus. Oder D, der Sensenmann holt sich die Sims. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, Leute. Ich sag ja, jetzt wird's knackig. Grundsätzlich würde ich vielleicht sagen, dass der Gerichtsvollzieher täglich vorbeikommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann der sagt, so ist mir genug, runter vom Grundstück. Also was willst du Sensenmann einloggen? Ist ein bisschen übertrieben. Weil ich glaube nicht, dass man dann seine Sims-Seele gegen ja, Schulden tauschen muss. dass nichts passiert, kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also loggst du? B oder C? Also B wie Bertha oder C wie Cäsar? Ich meine mal, gewinnen und verlieren kannst du ja jetzt eh nicht. Nee. Also. Ich mit welcher Antwort gehst du? Ich glaube, ich würde mit B gehen. Du gehst also mit B. Dazu gesagt, du hast recht. Ja. Ne, Sensenmann wäre ein bisschen hart. Ja. Ne? Und nichts passiert auch nicht. Wäre aber lustig, stell dir mal vor, der Sensenmann kommt und verkauft mir deine Seele und ich zahle deine Schulden. Also D und A sind falsch. Okay. C wäre auch ein bisschen hart, finde ich. Aber wäre eine Idee vielleicht für ein zukünftiges Sims. Wobei, wenn du die Schulden hast dann und nicht auf kein Grundstück kommst, ist halt auch ja, aber ne? Das wäre ja der Teufel. Dementsprechend natürlich kommt der Gerichtsvollzieher jeden Tag vorbei. Allerdings beim ersten Tag, wo er da kommt, bemitleidet er dich auch. Ja. Ja. Das ist hart. Das ist hart, ich weiß. Ja, ist gut, ne? Okay. Also er kommt... Vielleicht bringen sie den Teufel ja noch mit ins Gameplay, das wäre ja eigentlich total cool. Also er kommt jeden Tag vorbei, um zu schauen, ob jetzt irgendwas auf dem Grundstück ist, was in Höhe der offenen Rechnung gepfändet werden kann. Ja. So, machen wir weiter mit der 12. Frage. Yes, yes, yes. Mal wieder eine Ni no Kuni-Frage. Wie heißt der König von Katzbuckel in Ni no Kuni 1? A. Da war ich König Leopold. B. König Evan. C. König Tom. Oder D. König Roland. Da war ich total traurig, dass der in Ni no Kuni 2 irgendwie nicht irgendwo vermerkt ist, weil ich den echt süß fand. König Leopold ist, glaube ich, der Vater aus Ni no Kuni 2. Ich bin mir nicht ganz sicher. Evan ist auf jeden Fall Protagonist Ni no Kuni 2. König Roland. Roland war nie ein König. Roland begleitet uns in Ni no Kuni 2 als Teammitglied. Deswegen logge ich C ein. König Tom. Ja. Der fehlt im zweiten Teil. Ja, total. Fand den total süß. Also, ganz ehrlich, Roland war kein König. Das ist korrekt. Ja. In dem Sinne ist natürlich König Evan, ne, gar nicht. Ach genau, Roland war der Präsident von der Anderswelt, genau. Ja, mit der wir in die andere Welt reingereist sind, womit das alles gestartet hat, die Story. Das kommt, ne, so. Sorry. So. König Evan ist ja nicht König von Katzbuckel, sondern König des neuen Landes, was er ja gegründet hat, als er Katzbuckel fliehen musste. König Leopold ist tatsächlich der Vater von Evan aus Ni no Kuni 2 und der König, der am Anfang des Spiels ja in dem Sinne von Ratter Leon, glaube ich, nannte die Ratte sich, umgebracht wurde. Ne? Und in dem Sinne dann natürlich hintergangen wurde. Und König Tom, der 14., glaube ich, war das. Ich wollte nur die Jahreszahlen nicht mit hinhauen, weil sonst wäre es ja, ne, offensichtlich ist natürlich von Ni no Kuni 1 der König. Ja. Da kann man mal sehen, wie gut sich die Story eingebrannt hat, weil die so gut ist.
Ja. Also Ninokuni, wer JRPG mag oder richtig schöne Story-Games, der sollte auf jeden Fall Ninokuni spielen. Mega, mega schöne Reihe. Mega schönes Game. Ja. So. Danke, deiner Key. Machen wir weiter mit Frage 13. Ja. In It Takes Two gibt es im Kapitel mit der Kuckucksuhr ein Easter Egg. Welches auf einer bekannten Spielereihe anspielt. Welche Spielereihe ist gemeint? A. Die Anno-Spielereihe. B. Die Batman-Spielereihe. C. Die Legend of Zelda-Spielereihe. Oder D. Eine Fantasy-Spielereihe. Oh mein Gott. Sind alles große Spielereien. Total. Ich weiß auch gerade das Easter Egg tatsächlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das erspielt habe. Habe ich das erspielt, Levers? Hast du das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Okay. Ni no Kuni ist Liebe, absolut. Anno, glaube ich, eher weniger. Ist, glaube ich, auch sehr optional zu finden, das Easter Egg. Batman würde ich jetzt auch nicht sagen unbedingt. Final Fantasy macht für mich auch keinen Sinn. Aber ich schwanke zwischen Zelda und Batman. Aber Zelda steht bei mir noch über Batman. Aber Batman macht irgendwie auch keinen Sinn. Ich würde C anloggen, Zelda. Also, The Legend of Zelda. Gar keinen Plan. Anno ist schwachsinnig. Ne, das sind zwei ganz verschiedene Arten von... Ja. Ne? Ja. Batman auch. Und Final Fantasy auch. Denn The Legend of Zelda ist tatsächlich korrekt. Ja. Und zwar, sobald man den Abschnitt des Hauptdorfabschnitt des Levels befindet, geht man zum Wasser, wo eine halbkreisförmige Brücke befindet. Ja. Sucht dort nach einem Paddelboot und mit dem Cody und May interagieren können. Beide sollten in das Boot steigen und R2 drücken, ne, bis sie ein Haus am unten am Fluss erreichen. Gehen sie dorthin hinein und erhalten die Trophäe-Leistung Force Triangulate. Darin befinden sich ein paar Töpfe und wenn man diese zerschlägt, werden sie feststellen, dass darin einige grüne Rupien, grüne Diamanten zu finden sind. Ja, stimmt. Oh, voll verdreckt. Jetzt, wo du sagst, okay, ich hab's gefunden. Ich hab das ESL gefunden. Na, geil. Ja. Prina, hallöchen, wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Ja. So. Rubine, ja. Geil. Ja, Rubine, Rupien steht hier auf der Seite. Okay, zur vorletzten Frage. Welches Easter Egg gibt's denn in Sims 4 Zeit für Freunde an den Klippen von Windenburg zu finden? A. Eine Riesenmuschel. B. Ein Piratenschiff. C. Ein Seeungeheuer. Oder D. Ein versteckten Sim. Boah, eine Riesenmuschel? Nee. Piratenschiff habe ich auch noch nicht gehört. Versteckter Sim? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist das Seeungeheuer. Ich habe irgendwas mal gehört, dass es da wohl irgendwie so Loch Ness-Verschnitt geben soll. Also würde ich C einloggen. Du loggst C ein. Ja. Natürlich, einen versteckten Sim gibt es, allerdings nicht in Zeit für Freunde. In Windenburg, sondern der befindet sich in irgendeinem anderen Waldgebiet. Also wenn man durch so einen Waldabschnitt geht, wo man einfach immer weiter gehen sagt. Da gibt es so eine kleine Hütte mitten im Wald, wo einen versteckten Sim gibt. Ein Piratenschiff gibt es nicht. Zumindest habe ich nichts davon in sämtlichen Sims 4 gefunden. Nix für Levi's. Oh, armer Levi's. Aber eine Riesenmuschel gibt es da leider auch nicht. Es gibt tatsächlich ein Loch Ness-ähnliches Seeungeheuer,
welches dementsprechend, ja, man muss zu dieser Klippe hin und warten. Die Animationen ändern sich im Hintergrund und irgendwann taucht das auf. Nice. Es ist aber auch nur dann für kurze Zeit zu sehen. Nice. Ne? Cool. So. Bei der letzten Frage, und da bin ich ganz ehrlich froh, dass du nur 9 geschafft hast. Denn die letzte Frage bezog sich auf unwissentlich. Ja. Auf eine kleine Spoiler-Antwort aus deinem Chat. Oh, okay. Und da, das wusste natürlich Nanaki auch nicht. Denn den. Ah, so ein Mist, warum haben wir nur 9 Fragen hingekriegt? Die nächste Frage war: Was war Roland in seiner Welt aus Ni No Kuni 2? A. Bodyguards, B. Versicherungsvertreter, C. Minister oder D. Präsident der USA. Versicherungsvertreter, ganz klar. Nein, er war Minister. Nee. Er war in der Fremdenwelt Minister und war so Präsident. Genau. Deswegen habe ich ja geschrieben, in seiner Welt. Ne? Nicht in der Parallelwelt. Das wusste Yumi. Safe. Also die. Ja. Das ist richtig, er war weder Bodyguard noch. Also Bodyguard vielleicht könnte man so interpretieren in der eigentlichen Welt, ne? In der das Ding spielt, in der Parallelwelt. War ja auch Bodyguard von Evan in dem Sinne. Spoiler-Alarm für alle, die es nicht gespielt haben. Spoiler-Alarm weghören, bitte ausmachen. Das Ende kommt. Versicherungsvertreter war auch nie. Minister war dementsprechend in diesem neuen Land, was Evan gegründet hat. Und natürlich Präsident der USA war die erste Sequenz im Spiel, wo er zu einer Konferenz gefahren ist und aus seinem Auto gesehen hat, wie eine Atomrakete an ihm vorbeiflog. Ich fand das Ende sehr, sehr traurig. Oh ja. Ja. Ich erzähle mal nicht weiter, aber ich fand es sehr traurig. Und das wären so die 15 Fragen, die ich mir für dich rausgesucht hatte. Oh, das war mega cool. Das war spannend. das hat Spaß gemacht. Und ich muss zu sagen, vom Schwierigkeitsgrad war das doch auch okay, oder? Total okay. Also da waren Fragen wirklich bei, wo ich echt auf dem Schlauch stand. Hast du ja gemerkt, bei Frage 10 war es, glaube ich, wo ich dann auch verkackt habe. Ja. Ich habe vorher schon Frage Joker verwenden müssen. Ich wollte gerade sagen, also, Frage 7 hattest du dann keine Joker mehr. Also. Genau, ne? Genau. Also es hatte schon echt in sich, ne? Also der Grillkäse, genau. Der Grillkäse. Das wusste ich nicht. Ah, das war mega. Das war cool. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ja. Bin zwar kein Millionär geworden. Sad. Und vor allen Aber Dingen. Wir haben 9 Stunden für Levos rausgeholt. Ich meine mal, wenn man es so nimmt, ne? Ich habe dir ja vor ein paar Tagen ja auch geschrieben gehabt, so, ich schätze mal so maximal 2 Stunden. Ja. Wir sind jetzt nicht mal bei 1,5. Ja. Ne? Also. Aber ist auch gut für dich, so kannst du es ungefähr einschätzen, wann du nächste Mal oder wie viel Zeit du nächstes Mal einschätzt, ne? Ja. Einschätzen kannst. Also es ist aber auch immer streamerabhängig. Ich wollte gerade sagen, hängt auch anhand des Kandidaten, ne? Ja. Weil ich sag mal, bei dir war es halt bei mir im Grunde die Schwierigkeit, die Vielfalt zu finden. Ne? Ja. Du hast gemerkt, ich habe im Grunde eigentlich nur 5 Spiele drin gehabt. Ni No Kuni 1, Ni No Kuni 2, dann Sims 4, It Takes Two und Palworld. Ne? In dem Sinne waren es jetzt, ne? 5 Spiele, wenn man Ni No Kuni 1 und Ni No Kuni 2 separat nimmt. So, Leute, und jetzt ab in den Chat. Lasst ein Follow beim Levos da. Es wird nämlich wahrscheinlich öfter so eine Quiz-Night geben. Also grundsätzlich habe ich mir gerade auch, um natürlich zu gucken, wen lade ich ein,
und auch zur Vorbereitung bezüglich der eingeladenen Person. So Pi mal Daumen gesagt, so einmal pro Monat. Damit ich genug Zeit habe, Leute einzuladen. Das ist ja auch viel Arbeit. Genug Zeit habe, da Fragen zu recherchieren, zu formulieren und so. Ne, weil manche Fragen, gerade bei denen, die ich dir gestellt habe, war ich so, wie schreibst du das jetzt am besten, ohne dass du da irgendwas spoilerst? Ja, so. Das ist manchmal nicht so einfach. Ne? Beziehungsweise auch in dem Sinne, die Sortierung der Fragen war ja auch, ne? Weil ich hätte es jetzt auch sagen können, okay, weißt du was, die ersten vier Fragen sind Sims 4, die nächsten sind Palworld, der nächsten vier sind Dings, aber so hat man immer diese Abwechslung drin zwischen den Spielen, weil ich dachte mir, ist ein bisschen nochmal diesen Trigger drin. So, du bist gerade bei der Frage, okay, bei Ni No Kuni. Und dann kommt eine zu Sims 4. Und dann eine zu Palworld. Und dann eine dazu. Also, das Gemischte fand ich sehr gut. Ne, also dieses, dass du zwar gedanklich bei einem Spiel bist, aber dann merkst, oh scheiße, das ist gar nicht, die nächste Frage geht gar nicht um dieses Spiel. Es geht um anderes. Und auch von der Schwierigkeit her. Ne? Ich meine mal, wenn man bedenkt, Frage 1 war ja klar. Ne? Mit den Gnuffis. Ja. Ne? Die war gut. Guter Einstieg. Genau, so als kleiner, einfacher Einstieg. Ne? Achso. Ich wollte gerade sagen, so, und dann danke ich natürlich erstmal an Guest-T-Yes. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Für vorhin für den Follow nochmal und auch nochmal für Brina, der Kaffeesüchtige, für den Follow. Ne? Ja, wie gesagt, einmal im Monat so circa versuche ich so ein Event hier ein bisschen mit reinzuhauen, einfach auch um was ein bisschen außerhalb von Gaming, aber doch mit Gaming-Bezug zu haben. Also, dass man nicht nur Gameplay hat. Ne? Ist auch mal, ist mal eine andere Variante und finde ich auch eine sehr coole Idee einfach. Und wir hatten Spaß. Je nachdem, wie ich es dann auch hinkriege, auch wegen der Absprache mit den eingeladenen Leuten, gibt es noch eine zweite Variante mit bis zu 4 Spielern. Die müsste ich aber dann dementsprechend natürlich planen und, ne, weil da gibt's, das ist so eine Art Brain Battle, wo man dann in dem Sinne, wo sich Leute gegen 4 Kandidaten gegeneinander sozusagen battlen können. Ja. Ne? Das, wie gesagt, müsste ich halt gucken. Was ich auch cool finde, gibt's nicht so eine Variante von Stadtland Streamer irgendwas? Oder Stadtland Games? Das wäre halt auch voll nice. Oder? Unsere Abwechslung, genau. Genau, wunderschöne Abwechslung. Die Abwechslung. Also es gibt dieses Quiz-Show, ne, was wir jetzt gemacht haben. Dann gibt's das Chat-Duell, bis zu 4 Spieler und laden sie bis zu 4 Spieler ein und stellen deinen Zuschauern Fragen. Der in Chat hat 60 Sekunden Zeit zu antworten. Deine Mitspieler müssen dann die meistgeschriebene Antwort erraten. Zum Beispiel gibt es, also das sozusagen, ne, wenn dein Chat jetzt eine Frage beantwortet, als Dings, und die Kandidaten müssen erraten, welche wurde am meisten geschrieben, so. Dann gibt's halt auch dieses Brain Battle zum Beispiel, was ja in dem Sinne 5 Kategorien, a 5
Felder sind mit so 100, 200, 300, 400 und 500, wo man dann zu jedem Feld dann in dem Sinne Fragen stellt, beziehungsweise dann auch Punkte bekommt. Ne? Dann gibt es auch sowas wie für die Leute, die es jetzt kennen, so dieses Kofferding, Deal or No Deal. Jetzt habe ich's. Ne? Ah, ja. So, genau. dass es so eine gewisse Anzahl Koffer gibt und dementsprechend dazu dann natürlich die Sachen kommen. Dann gibt's auch noch, so wie ich das sehe, nennt sich Quiz-Poker. Das ist anscheinend so ein Pokerspiel. Das müsste ich mich aber reinlesen erstmal in dem ganzen Kram. Ne? Wie gesagt. Das hört sich spannend an. Oh, ich bin gespannt, was da noch so kommt. Vor allem mega cool. Das Witzigste ist, du hattest ja, weiß ich gerade gar nicht, bei irgendeiner Frage hattest du ja den Dings-Joker dir genommen. Den Hinweis-Joker da, ne? Den Hinweis-Joker, genau, ja. Bei der Oasis-Frage. Ja, genau. Oasis-Springs-Frage. Das war so fies, ey. Da bin ich da nicht auch dran gescheitert? Nee, da bin ich. Nee, da bist du nicht dran gescheitert. Ja, genau. Das ich aber da hattest du mich gerade so ein bisschen aus dem Kontext gebracht, weil du halt dieses Dings genannt hattest. Dieses Sunless oder wie, was du da gesagt hattest. Insulani, genau. Insulani, genau. Und da dachte ich mir so, Scheiße, ist das für das Gebiet ein anderer Name? So. Deswegen musste ich nochmal nachgucken, welches Ding das jetzt war. Nicht, dass ich jetzt den falschen Namen da drin hatte. So, weißt du? Ja. Kofferding. Dachte er an, packe meinen Koffer. Oha, das ist auch hart. Nee, wie gesagt, so Deal or No Deal ist da noch mit drin. Aber ich sag mal so, die Hinweise zu den Fragen, ne, wo du ja den Hinweis-Joker schon gezogen hattest, ja. Die hab ich mir gar nicht aufgeschrieben oder so. Die habe ich mir so überlegt gerade. Mutig. Also da hättest du jetzt echt mir... Ne? Ja. Ich sag mal, in so einem Brain-AFK-Moment raustriggern können, wäre das bei einer anderen Frage gewesen, so. Ne? Oha. Ja? Was wäre das? Weiß es. Komische Dinge sind passiert. Weiß es nicht. Aber ich kann. Komm mal das Spiel zurück. Muss gleich dran denken, dass ich dann alles das wieder Spiel zurückbaue. Aber Levos, das war mega, mega lustig heute. Ich habe super, super viel Spaß gehabt. Die Fragen waren super. Also du darfst gerne das Level zum Ende hin noch einen kleinen Tacken erhöhen. Ja. Das wäre so auch so meine Frage, so der Fazit von euch. Ja. Also dir und deinem Chat. Ja. Also es waren schon schwere Fragen dabei, also wo ich halt nicht wusste, was das ist. Aber ich würde sagen, so 80% waren schon sehr grundlegende Dinge, die... Hätte jeder wissen können. ja, sich mit den Spielen beschäftigt, sage ich jetzt mal so. Ja, genau. Ja? Aber es war mega, mega cool. Und jetzt habe ich wieder Bock, Ni no Kuni zu spielen. Eigentlich war ich erst so am Überlegen. Warte mal, bist du jetzt so gemein und triggerst jetzt nochmal so alte Clips von Ni no Kuni bei ihr? So? mit dem Spatzen. Mit dem Strahlgang durch die Beine. Ne, so alte Ni no Kuni Clips. Oh Gott. Old but gold. Ne, so. Richtig spaßige kleine Clips. Ne? Man kann nie genug Ni no Kuni spielen. Ist so Nanaki. Und wenn es durch ist, spielst du es nochmal.
spielt denselben Song nochmal. Also so ganz, ganz interessante Sachen. Eine ganz interessante Sachen wie das hier. Wollte ich gerade... Oh Gott. Ja, genau. Guckt euch den Clip einfach an. Hab's mir auch gar nicht für die Switch gekauft. Kann ich auch nicht verstehen, Nanaki. Also ich kann sowohl den ersten als auch den zweiten Teil empfehlen. Total. Total. Ich finde beide... Also storymäßig fand ich Teil 1 irgendwie tiefer. Hat mich emotional mehr abgeholt, aber 2 war genauso schön irgendwie. Ja, okay, beim ersten... Irgendwas war an dem ersten Teil, was mir irgendwie schöner war, irgendwie besser. Ich weiß nicht, was es ist, genau. Also der erste Teil war ja mehr auf die grundlegende Story basiert. Ja, also du hast dich wirklich auf Oliver will seine Mutter retten, indem er die Seelenverwandte rettet. So konzentriert. Genau. So. Beim zweiten Teil hat das neben der Story ein bisschen dieses ganze, wir bauen ein Königreich auf, wir verteidigen das Königreich, wir suchen Leute fürs Königreich, so von der Hauptstory eigentlich abgelenkt, sag ich jetzt mal. So. Ja, das stimmt. Und das ist es, glaube ich, was so ein bisschen, ich sag mal, diese Emotionalität auch rausgenommen hat da in dem Moment. Mhm. Ne? Aber wobei ich das auch schon cooles System fand. Total. Also ich mochte das. Nanaki, genau da wollte ich eigentlich auch eine Sache, eine Frage draus machen. Nur da war ich mir dann nicht sicher, so. Ist das nicht zu gemein? So, wenn du sowas fragst, wie von wegen, bei welchem Videospiel hat denn das Studio Ghibli mitgemacht? So. Also, das wäre super easy. Ja. Das hätte ich gewusst. Ja, aber. Ni no Kuni. 1. An war sich, ja. Aber wenn du es genau wissen willst. Wir haben noch mehr mitgemacht. Ich wollte gerade sagen, wären auch viele andere Spiele gegangen. Ja. Sie so. Haben mehrere Kooperationen gehabt, aber Ni no Kuni war, glaube ich, mit das Bekannte. Nee, nicht unbedingt Bekannteste, aber das Letzte, was so, meine ich, als Koop rauskam. Genau. Aber ich bin auch nicht auf dem aktuellen Stand. Ich sei froh, dass ich nicht, dass ich nur Ni no Kuni 1 und 2 genommen habe. Da kamen ja noch ein, zwei Sachen raus, Ni no Kuni bedingt. Echt? Ja, da kam, warte, lass mich kurz gucken, Ni no Kuni, irgend so ein Multiplayer-Dings raus. Multiplayer. Crossworld. Ach, das Online-Ding, ne? Ja, das Online-Ding. Ja, das so. Kenne ich ja gar nicht. Deswegen sei froh, dass ich das nicht mit reingenommen hab. Da hätte ich dann echt wie so ein Ochs vorm Berg gestanden, ey. Du Heilige. Ne? Nee. Hat das jemand gespielt? Kann das jemand empfehlen? Das Online-Spiel von Ni no Kuni? Vor allen Dingen hatte ich dann auch noch so zwischen... Ich habe mir einfach nur erstmal sämtliche Fragen so in so einer Textdokument reingeschrieben, weißt du? Und die ja, macht doch Sinn, ne? Antworten darunter und so. Und dann, da hatte ich sogar Fragen bei so von wegen... Wann ist Ni no Kuni 1 rausgekommen und so ein Scheiß? Und dann dachte ich so... Ich glaube 2013. Und dann dachte ich mir so... 2 oder 1? Ja, allgemein hatte ich bei den, ne, auch so, hier... Achso, das ist... Boah, ich war gerade irritiert. Bin auf deinem Chat und wundere mich, warum da so ein Dings kommt. Nee. Ich höre dir zu, Levis. Ja, ich war mir nicht sicher, ob du mich überhaupt hörst. Deswegen, wegen dem Dings. Nee, ich glaube, ich brauche In-Ears. Ich höre nichts mehr. Zumindest. Na, hörst du wieder was?
Sag Bescheid. Bewegungspause. Vorbei. Okay. FBA Austria, danke schön für deine 30 Bits und Dänze mit der Gänze. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wie gesagt, ich hatte in dem Sinne mir so gedacht, so, okay, mit irgendwelchen Zahlen zu kommen, von wegen, wann kam das raus oder wie viele Add-ons hat Sims 4 oder so, ne, wäre ein bisschen zu gemein gewesen. So, weil die Fragen hatte ich. Mit den Add-ons hätte ich nicht hingekriegt. Die Frage hatte ich mir aufgeschrieben. Ja. Aber als ich die Antworten recherchieren wollte, wie viel Add-ons da gibt und so. Zu viele. Habe ich gleich so gedacht, nein. Frage streichen. Frage streichen. So. Du hättest nur die Packs nachzählen müssen. Ja, die Sache ist ja die. Es kam ja so viel Scheiß raus für das Ding. Oh ja. Ne? Yeah. Also von euch hat niemand das Online Ni No Kuni Spiel gespielt. Sehe ich das richtig? Sieht nicht so aus, ne? Achso, eine Bitte. Mir gefällt es, aber es ist anders als ich spiele. Okay, ja, eine Bitte. Bezüglich deiner Spielewahl. Oha, ja. Nichts zu teures, bitte. Boah, Also, klar, Spiele heutzutage sind teuer, aber ich sag mal, ja, jetzt, also nur zum Preisvergleich mal, das neue COD würde in der Vault Edition, glaube ich, 120 Euro kosten. So, und das ist dann doch ein bisschen teuer. Ja, definitiv. Ne, aber ich sag mal so, ne, je nachdem. Was spielen wir denn? Ne? Ja, Sims 4 wäre schon lustig, ne? Weil er überhaupt kein Sims 4-Spieler ist und dann muss er... Ich muss erstmal mein... Machen. Der Witz ist, ich muss ja erstmal... Da muss ich mal gucken. Habe ich das mir schon aufgeschrieben? Oh mein Gott, ist das süß! Ich hab grad Steam geöffnet, damit ich gucken kann. Ich hab ja mein schönes, schlaues Buch. Ne? Sehr schick. Ist ein, witzigerweise, ein The Legend of Zelda Buch. Was allerdings, und das darf ich nicht in die Cam zeigen, wenn es offen ist, mir als kleines Notizbuch für meine Passwörter geht. Das wäre vielleicht ein bisschen unpraktisch. Ja. Ne? Weil ich traue natürlich diesen Passwort speichern über Google Chrome nicht. Ja, nee, ich habe da auch nichts eingespeichert. Gar nichts. Ja, alles das habe ich nämlich befürchtet. Schickes Buch, ja, ne? Habe ich nämlich befürchtet. Das wäre zumindest kostenlos, ist so. Ich wollte gerade sagen, das habe ich nämlich ich befürchtet. Mein EA-Account steht hier nämlich nicht mehr drin. Der ist nämlich schon so alt, dass ich... Sagst du Passwort vergessen oder musst du den neuen erstellen? Problem ist, ich weiß nicht mehr, unter welcher meiner 5000 E-Mail-Adressen ich das habe. Das ist dein Problem. Da müsste ich alle mal durchgucken, um zu gucken, so... Okay, in dem Ordner habe ich da was von EA... Ja, aber, nein, vielleicht. Aber wie gesagt, das Grundspiel wäre ja kostenlos. Das kannst ja machen. Sims-Grundspiel. Der okay, da. Ich weiß gar nicht. Wenn ich Keine mir. Ausreden. Nee, ich meine ja. Müsste ich mein EA haben, wenn ich das über Steam beziehe? Ja, du musst die verknüpfen, die Konten. Leider. Sonst hätte ich ja sagen können, okay, dann wäre das über Steam das Grundspiel, gut ist, so. Dann muss ich ja doch gucken. Ich guck gerade mal so ein bisschen Steam durch. Ja, Steam Games wären mir natürlich am liebsten, dann brauche ich keinen extra Launch an mir ziehen. Ja. Ne? Ja. Zumal es auch einige Launcher gibt, die dementsprechend natürlich sehr komisch sind, die jetzt nicht von den großen Launchern, sondern von denen, die ihre eigenen Launcher immer haben zu den Spielen. Ich glaube, ich weiß, was Levus spielt. Nebenbei,
ne, es muss nicht rein Singleplayer sein. Also wenn du ein Spiel zum Beispiel hast, was, wo du Bock hast, mit mir zu spielen oder so, kannst gerne mitmachen. Kannst auch solche wählen, sage ich dir mal so. Ich hab Angst. Ich befürchte einiges. Ich hab sie gequält. Ich muss mir erstmal gucken, was ist das für ein Spiel? Wohl bemerkt. Das ist kostenlos, keine Sorge. Nee, wohl bemerkt. Daran hatte ich, denke ich, jetzt gerade erst. Natürlich auch Spiele, die Twitch-konform sind, bitte. Ja. Ne? Also nicht solche Tos-Dinger. Ja. Aber das, was ich dir jetzt geschickt habe, ist jetzt nicht meine Auswahl, aber ich wollte dir es unbedingt zeigen, weil das ist, oh mein Gott. Okay. Ja, habe ich auch gedacht gerade. Also, so wie ich das verstehe, ist das Cookie-Clicker mit einer Banane. Ja. Und hat eine Bewertung von sehr gut, positiv, auch gut. Wer weiß, vielleicht ist es für den einen oder anderen beruhigend. Gute Frage. Apropos, ich kann ja mal... Wo habe ich das? Da, einmal kurz. mein Overlay hier ausblenden, dann sieht man mich wenigstens und nicht. Das gefällt mir auch. Das ist auch kostenlos hier. Das ist doch ganz nice. Bananen sind böse. Oh, weil er da ja, okay. Heutzutage gibt's ja alles als Spiel, ja? Ich meine mal, es gibt ja selbst einen Steinsimulator, also. Aber ich will dich das jetzt nicht 9 Stunden. Nee, wie gesagt, du kannst. Darf ich auch mehrere wählen? Mehrere wählen? Und ja. Du musst es jetzt nicht nur heute auswählen. Also, du kannst dir auch Bedenkzeit nehmen. Ja, das finde ich ganz cool. Wichtig ist nur, und das ist das, was ich zu tun habe. Ja. Ich schreibe in meine Streamtitel dann natürlich auch rein, ne, Belohnung für Yumi oder beziehungsweise irgendwas in der Art. Mhm. Und du spielst auch auf World of Warship, oder? Und ich muss mir noch überlegen, wo ich einen Timer hinkriege. Hier in meinen Streamer. Kriegst du schon hin. Also du spielst auch World of Warships, oder? World of Warships habe ich, ja. Das ist korrekt. Okay. Dann spielst du Russian Fishing 4 und World of Warships. Ist das ein Angelspiel? Ja. Okay. Alles klar. Oh, Nanani, Nanaki. Ich hab's heute mit Nanani. Oh. Nanaki. Palia wäre halt auch schön. Palia hab ich sogar. Ja, ist auch kostenlos spielbar. Also. Okay, dann die drei. Russian Fishing. World of Warships und Palia. Oh, das ist ganz schön gemixt, ey. I'm sorry. Es sind 9 Stunden. Vielleicht bleiben wir bei Cozy Content. Ja, also World of Warships finde ich ganz cool. Gucke ich auch immer gerne zu. Das mit dem Fishing finde ich auch ganz cool. Ich habe so einen Palia Angelsimulator auf der PlayStation 1 total geliebt. So. Und Palia ist halt auch richtig schön entspannt und grinding. Rush. Und so. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie wurde das geschrieben? Russian. Genau. Russian. Palia macht Spaß auf jeden Fall. Oh, okay, das ist. Sollte auch mal wieder ein Palia. Ist ja wenigstens kostenlos. Das ist schon mal gut. Das Angelspiel. Oh, das sieht ja auch nice aus. Vielleicht lassen wir dich auch das hier spielen. Warte, ich sehe schon, jedes Spiel auf Steam und jedes Spiel wird wegen der Menge nur eine Minute gespielt. Okay, ich möchte vielleicht World of Warships austauschen. Fun Fact, Palia habe ich tatsächlich sogar gespielt mit Insane Run.
Ach nein. Insandra hatte damals Palia gespielt und hat einige aus der Community auf dem Server mit gehabt. Und da war ich mit zwischen. Cool. Ja. Ich meine mal, ich war nicht mit im Voice, aber ne, ich lief da mit rum. Mitgespielt, genau. Ja, cool. Ja, das wäre so meine Auswahl, ne? Nanaki, darum habe ich ja gebeten, dass man mir nicht ne, so Kosten im Sinne von 500 Subs reindrückt. Oh, Wizard 101. Gott. Ja. Oh, ich glaub, so ein bisschen ich weiß, was das ist. Das habe ich damals. Das sah ganz niedlich aus. Ich weiß gar nicht. Ich habe das damals mal gezockt, tatsächlich. Aber damals war es nicht bei Steam, damals war es ein Browser-Game. Also damals war es tatsächlich ein Browser-Game. Ja. Das ist aber jetzt auch schon. Ist schon ein bisschen älter. Also die Grafik sah schon ein bisschen älter aus. Ich sag mal so, ich wohne seit 2015 in dieser Wohnung. Und es war noch davor, als ich das gezockt habe. Mhm. Also das war noch, wo ich zu Hause bei meiner Mutter gewohnt habe. Ja, es ist lange her. Es ist lange her. Es ist ein anderes Leben im Sinne. Damals, als ich noch jung war. Ich alter Rentner. Also meine Auswahl steht? Also, wenn ich das richtig sehe, Wizard 101? Ja. Russian Angelkram? Ja. Und? World of Warships? World of Warships? Oder ist das zu viel für 9 Stunden? Dass wir doch lieber bei 3 Spielen bleiben, dann würde ich World of Warships vielleicht rausnehmen. Es kommt halt für später. Es kommt halt drauf an. Ne? Ich brauche nur die Spiele. Ja. Es geht ja nur darum, dass ich innerhalb dieser Spiele dann die 9 Stunden verteilt kriege. Okay. Gut, dann nehmen wir die 4 und du verteilst das. Also, der World of Warships, Palia, Wizard 101 und Russian Angel. Ja. Okay. Genau. Hallo Yassi, schön, dass du reich warst, schön, dass du da bist. Oh mein Gott, ich habe gerade gesehen, Auftaktspiel kann losgehen, be ready. Oh, sehr gut, Brina. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Gucken. Divus guckt begeistert, ja. Ja, okay. Wie lange geht heute der Stream? Wir werden, denke ich, gleich Feierabend. Ja, genau. Also ich dachte wir mir. Wir sind leider schon durch mit unserer Quizrunde. Ne? Hat super viel Spaß gemacht. Ich bin am Überlegen. Kommt drauf an, wie ich morgen Lust habe auf Skull and Bones. Vielleicht fange ich morgen sogar schon an. Mit einem oder zwei Spielchen und Sonntag halt habe ich ja eh spontan geplant. Ich meine, 9 Stunden kannst du ja auch gut verteilen auf 4,5 und 4,5. Das ist ja immer so ein Streamtag ungefähr. Ja, ja, kommt immer noch. Ne? Und wie gesagt, also zumindest bei mir. Ich sag mal so, ne, ich liege ja meistens auch so zwischen 2 und 12 Stunden. Also wenn ich jetzt mal nur rein theoretisch meine letzten paar Streams, abgesehen von heute, ne? Meine letzten paar Streams gehe. Guild Wars 2 Stunden 14. Davor Guild Wars fast 8 Stunden. Davor Guild Wars fast 3,5 Stunden. Davor Guild Wars 3 Stunden 10. In Guild Wars kann man auch so viel Zeit verbringen. Guild Wars ist ein echt geiles Game. Vor allen Dingen, weil ich ja die Storyline mache. Ne? Ja. Ich habe die Storyline. Gerade dann. Ich habe vor 2 Tagen, also gestern hatte ich ja nicht gestreamt, aber vorgestern, ja das letzte Add-on, was schon draußen ist, angefangen, was Storyline angeht. Und es ist eine Story, die ich selber ja noch nicht mal kenne. Ne? Ich hatte mit Charakteren, die ich vorher gespielt hatte, ja nur bis Ende Eisbrutsaga gemacht und danach habe ich nicht weitergespielt in dem Sinne, sondern nur so Nebenstuff gemacht, aber nicht die Story weitergespielt. Und jetzt habe ich natürlich das Add-on End of Dragons, was ja nach Eisbrutsaga kam,
komplett durchgehauen. Und jetzt bin ich bei Secrets of the Obscure. Um das fertig zu kriegen, damit im August, also in 2 Monaten, dann ja das neue Guild Wars, jetzt muss ich lügen, wie das hieß. Irgendwas mit Yantier. Yantier Wilds, das neue Add-on, dann rauskommt, dass ich das dann auch nochmal mit anhauen kann. Ja, macht Sinn. Ne? Ja. Das heißt, ich habe jetzt noch knapp 2 Monate Zeit, das Secrets of Obscure durchzukriegen von der Story her, damit ich direkt bei Release das neue Add-on starten kann. Oh ja. Ne? Da ist dann auch vielleicht ein bisschen was vor dir, je nachdem, wie lange das auch geht, ne? Ja, ich weiß es nämlich nicht. Das ist das. Ja. Und ich meine mal, ich sag mal so, wenn man jetzt mal so nur meine Playlist von den Streams nimmt, die ich jetzt von Guild Wars gemacht habe. Also ich habe nur eine YouTube-Playlist für alles. By the way, ihr findet Guild Wars auch Streams auf YouTube, ne? Ne? Ich sag mal so, ich scroll jetzt gerade mal. Ich habe vom Grundspiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Streams gemacht. Alle so zwischen 2 und 5 Stunden. Hearts of Thorns habe ich richtig gerusht, sag ich jetzt mal. Also da habe ich nur 3 Streams, aber alle so zwischen 1,5 bis 3,5 Stunden. Dann, beziehungsweise 6, wenn man die zweite Staffel, die dritte Staffel der lebendigen Welt nimmt, ne? Also gehört ja eigentlich auch zu dem Add-on. Aber sagen wir mal 6 Streams. Hearts of Thorns, ne, wie gesagt, 6 Streams. Bei Path of Fire habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Streams plus 4 Streams von Eisbrot Saga. Mhm. Und 4 Streams jetzt von End of Dragons. Und einen kleinen Stream habe ich jetzt schon von Secrets of Obscure. Aber ich sag mal so, insgesamt bin ich bei so 35 Streams, die jetzt nur Guild Wars 2 hält umfassen. Hält sich ja auch noch voll im Rahmen, ne? Ne? Ne, 36. Ich meine, bei dem Content, das, was Guild Wars bietet, ist das tatsächlich noch ein guter Rahmen, ne? Dazu gesagt, ne, ich als direkt schon Max Level 80, ne? Ich habe mich natürlich durch Items und so direkt auf Max-Level gehauen, dass ich direkt die Story durchziehen konnte und nicht zwischenleveln musste. Um dass die Story das dann weitergeht. Empfiehlt sich. Das empfiehlt sich wirklich. Ne? Aber so, du. So, ich mach jetzt gerne auch, Feierabend machen. Genau, wir machen jetzt Feierabend. Ja. Wir haben ja gesagt, ne, nicht zu lang. Du hast ja morgen auch deine Terminchen. Genau, ja. Aber dann bleiben wir bei den 4 Spielen: Paria, World of Warships, Wizard 101 und Russian Fishing 4. Ja. Muss ich ja dann noch alle, abgesehen von World of Warships, das habe ich noch installiert, aber noch installieren. Dementsprechend, für die Leute, die bei mir gerade im Lurk hier hängen, schaut auch gerne bei der lieben Yumi da vorbei. Also Yumi heißt sie, nicht Yumi da. Bei der lieben Yumi vorbei. Eine ganz, ganz liebe, werte Dame, die viel Sims 4 Content bringt. Und ja. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei. Dann, Yumi da klingt auch gut. Wisst ihr, was mich das erinnert? Zelda. Mit der Baufirma. Die haben doch immer Yolanda. Die haben alle immer mit die Namen enden mit da. 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 War das okay, mit da. Russisch? So da. Da, genau. Ich glaube ja. Oder alias Yumikachu? Yumikachu, genau. Oh mein Gott, Yumikachu.
Ah, Levos, ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich für diesen wunderschönen Abend. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Also, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Levos, ich auch. Levos ich da. Auch. Und Yumi da. Sehr gut. Oh, das ist boah, gut. Ich sehe gerade. Ah, ihr Lieben, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ne? Lasst euch nicht ärgern. Ganz viel Spaß, falls ihr Fußball gucken solltet. Ich weiß, was ich jetzt. Raide Kreddy. Oh, Kreddy ist online? Ja, Kreddy ist online. Oh, habe ich nicht gesehen. Er ist gerade online mit Chicken Horse. Welches Game? Ultimate Chicken Horse. Oh, ja, okay. Dann switche ich nochmal um. Dann switche ich den Raid nochmal um. Ja, wie gesagt. Ne, für die. Nice. Würde mich freuen, wenn ihr mit rüber raidet, natürlich wie immer. Und, ja, mach bitte, gibt's Community-Spiele. Ist funny. Chicken Horse ist. Und natürlich auch ein Follow dalassen, sowohl bei Yumi genau, als auch bei Kreddy. Ja, auch bei ne? Levos. Levos ist verlinkt in meinem Titel. Genau, Dito. Auch verlinkt. Und dann würde ich sagen. Ganz viel Liebe dalassen, mit in den Raid einsteigen und los geht's. Alles ihr klar. Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Ganz viel Spaß bei Fußball gucken, wenn ihr Fußball gucken solltet. Wir sehen uns sehr wahrscheinlich Sonntag wieder. Also bei mir zumindest. Bei Levos auch, so wie ich gerade gehört habe. Je nachdem. Ja, je nachdem. Und danke, dass ihr da gewesen seid. Danke. So, ich muss jetzt, aber ich habe Raid früher gestartet. Also, ciao, ciao. Alles klar. Bye. Tschüss. So. Also bist du tot, ja? Ja, ich bin jetzt tot. Wird mir ganz süß geschrieben, tot. Ja.